Euro. Standortvergleich, alternative Suche, falsche Landkarte, Ergebnisoffenheit, Transparenz, Fairness, jetzt alles. Golem kann nicht ausgeschlossen werden, dann drohen die Schadensersatzklagen. Moment, einmal zum Nachdenken. Ganz egal, zu welchem Zeitpunkt Gorleben ausgeschlossen wird, drohen die Schadensersatzklagen. Und Gorleben muss ausgeschlossen werden. Und zwar jetzt. Was müsste denn überhaupt geschehen, damit ein Dialog überhaupt möglich ist zum Thema Endlagerung? Dort gab es einen Teilnehmer. Der war ganz gegen Standortvergleiche am Anfang. Aber als dann Greenpeace die Fakten auf den Tisch packte, wie damals politisch und vorfestgelegt dieser Standort Gorleben handschriftlich auf die Liste geraten ist, naja, da hat er eine Idee gehabt. Man bräuchte doch irgendwie einen Standortvergleich. Einfach um Rechtssicherheit zu schaffen, um zu guter Letzt Klagen vorzubeugen. Man müsste Gorleben mit einem Standort vergleichen. Oberirdisch erkundet, versteht sich. Die sogenannte Papiersuche, vielleicht ein paar Probebohrungen. Und es gibt ein zweites Problem, um Gorleben durchzusetzen. Das ist der Rechtsschutz der Anwohner und der Grundeigentümer. Auch das war den Befürwortern von Gorleben ein Dorn im Auge. Diesen beiden Problemen hilft der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf fantastisch ab. Es wird ein Vergleich angeboten mit einem anderen Standort und der Rechtsschutz ist gleich mit beiseite gewischt, weil es ein Bundesgesetz ist. Jetzt dürfte auch klar sein, wer der ansonsten ganz nette ältere Herr war. Das war der Vertreter der Atomindustrie, der diesen Vorschlag unterbreitet hatte. Das heißt, alles, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist der Fahrplan der Atomindustrie, um Gorleben durchzusetzen. Diese blütenweiße Frühlingslandkarte, die hat einen riesengroßen schwarzen Fleck. Das ist Gorleben. Dieser Fleck, der muss weg. Warum ist das so? Gorleben ist die bestuntersuchteste geologische Formation in der ganzen Welt. Es gibt dort einen Wissensvorsprung, der nirgends, aber auch nirgends aufgeholt werden kann. Wie soll das gehen? Sollen jetzt überall fertige Endlager erbaut werden, damit man die dann miteinander vergleichen kann? Völlig unrealistisch. Absoluter Quatsch. Genau das ist eben nicht geplant. Der Wissensvorsprung zu der geologischen Formation Gorleben-Ramon wird nicht einzuholen sein. Aber an einer Tatsache ändert das nichts. Gorleben wäre nie, zu keinem Zeitpunkt überhaupt in irgendeine Vorauswahl hineingekommen. Weil an allen Stellen, wo man überhaupt darüber nachgedacht hat, wo könnte man denn suchen, Gorleben gar nicht mit im Programm war. Darum gehört Gorleben raus, und zwar jetzt. Rechtssicherheit könnte also ein Ansinnen sein, ein solches Gesetz jetzt vorzulösen. Und noch etwas. Die Teufel im Detail. Was werden denn eines Tages die Kriterien sein, nach denen ein Standort überhaupt ausgewählt wird? Da gibt es so eine ganz kleine, ganz verfängliche Klausel. Öffentliche und private Belange. Naja, private Belange, das sind wahrscheinlich wir, wenn wir Feierabend haben und den Garten bewässern wollen, mit den Kindern baden gehen oder einen Wendlandbräu trinken. Nee, da gibt's noch jemand, der ist viel privater als wir. Das sind die großen Energieversorger. Deren Belange sind damit gemeint. Und öffentliche Belange, na, das müssten dann ja wir sein.
Ne? Und die öffentlichen Belange, das sind unsere Gemeinwesen. Das sind wir alle. Ja, ist aber auch die Tatsache, dass hier bereits Fakten geschaffen sind. Das, was wir jahrzehntelang gesagt haben. In ein solches Verfahren soll zumindest nach Wunsch einiger der Architekten dieses Gesetzesentwurfs mit einfließen, dass hier bereits Atommüll gestapelt worden ist, dass hier bereits Anlagen errichtet worden sind. Ist das die Auswahl, die wir brauchen? Ist ein solches Verfahren sicherheitsorientiert? Nein, Gorleben muss raus, jetzt! Das sind doch nur 0,0006 Gramm pro Kilowattstunde. Sagt mir mein neuer Stromanbieter, Stromfix. Wechseln ist ganz einfach. Offensichtlich bereiten Sie schon wieder die nächste Runde vor. Das sind nämlich 0,00006 Gramm Atommüll. Andauernd. Weiß einer von euch, wie viele Kilowattstunden eine bundesdeutsche Stadt irgendwie am Tag verbraucht? Sie haben überhaupt nicht aufgehört, diesen Müll zu produzieren. 1000 Kastoren stehen noch irgendwo verstreut in der Republik umher. Wir haben ein gigantisches Problem. Dieses Problem wird vernebelt mit diesem schnellen Parteienkonsens. Allparteienkonsens. Entschuldigung, Vierparteienkonsens. Das ist die Diskussion, die wir jetzt brauchen. Wie groß ist das Problem eigentlich? Und wie kann man es unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen und unter größtmöglicher Bürgerbeteiligung angehen? Und dafür ist es auch unerlässlich, dass man endlich aufhört, diesen Müll zu produzieren. Es bleibt eins. Noch am Dienstag hieß es, man bräuchte nur noch ein kurzes Treffen. Dann hätte man alles unter Dach und Fach. Seitdem klingt das schon wieder etwas anders. Wer nochmal die neuesten Medien durchgeguckt hat, wird gesehen haben, so ganz sicher ist man sich doch noch nicht. Es gibt nämlich fundamentale Punkte. Dissense, die man nicht so einfach vom Tisch wischen kann. Darum sind wir heute hier. Der Fleck, der muss weg. Radioaktivität kennt keine Grenzen. Seit Tschernobyl wissen wir es eigentlich schon. Kürzlich war ja der 26. Jahrestag, was auch diesen Termin ausgemacht hat. Aber auch Fukushima führt uns immer noch ganz, ganz deutlich vor Augen, dass Radioaktivität mit Landesgrenzen oder Ozean nichts zu tun hat, sondern die Welt wird verseucht. Wir haben heute hier, ich freue mich besonders, zwei Gäste aus Japan. Sie bringen eine Petition mit. Sie bringen eine Petition mit. Damals hat Japan schon in Kobe ein großes Erdbeben gehabt. Und die Wissenschaftler haben angefangen, eine Werner. Mega Erdbeben zu warten. Aber komischerweise hatte man selten über eine Kombinationskatastrophe mit einem AKW gesprochen. Großmedien haben geschwiegen. Stattdessen zeigen sie ständig Großwerbung. Sie wissen doch, dass innerhalb einer Demonstration die Polizei sich nicht bewaffnet aufhalten darf. Trotz meiner Angst. Stimmt doch nicht. Aufklären Sie mich mal auf. Also hier ruhig, können Sie mich offen aufklären. Nö, also ich sag mal ganz einfach, wir haben uns als Polizei zu erkennen zu geben. Ich habe gehört, dass die Japaner mehr und mehr gegen AKWs protestieren. Und sie brauchen auch aber die Waffe ist doch ein normaler Bestandteil des Dienstleistungs. Darüber brauchen wir noch nicht diskutieren. Dieses Mal sind wir mit einer anderen Petition beschäftigt. Sie ist für Gensuikin. Das ist einer der größten.
größten Friedensorganisation in Japan, die sich gegen Atombombenversuch eingesetzt hat. Das Ziel für die Unterschriften sammeln ist 10 Millionen. Wir haben bis jetzt 6,5 Millionen gesammelt. Guten Tag. Sorry, I cannot speak German, so I speak in English. I'm Yukari Sakai. I'm student of Tokyo University of Foreign Studies. And in the future, I want to be a reporter in Fukushima. I work together with Fukushima people and ate Fukushima product with them and interviewed many people. For example, milk farmer, rice farmer, and breeder. Letztes Jahr im März hat sie einen Praktikum gemacht in Fukushima auf einer Milchfarm. Sie hat dort Interviews gemacht mit Milchbauern, Züchtern, Reis und dann. They just have worked hard from early morning to night. They just work without any complaints. And they were not willing to discuss serious topics related to the Fukushima disaster. To keep their daily life than political action. Die Katastrophe von Fukushima, also weil sie reden ja nicht wirklich drüber und das ist nicht wirklich Thema, aber es hat ihr Leben vollkommen verändert. However, maybe some decades later, Fukushima's people become victim of Fukushima disaster, maybe bad health conditions or so on. So, maybe the more easy to do some political movement from far place, not near Fukushima. So I think very important this kind of demonstration. So thank you. Das nächste Thema ist der Atommüll bzw. die gescheiterte Endlagerung. Die Asse ist das Pilotprojekt für Gorleben. Die Asse ist gescheitert. Und wer aus der Asse nicht lernt, ja, der braucht mit uns über Atommüllendlagerung in einem Salzstock überhaupt nicht zu diskutieren. Der nächste Redebeitrag kommt aus dem Weltatomerbe Braunschweiger Lang. Antonia, bitte. Tomia. Schön, dass ihr da seid. Wir wohnen ja jetzt alle auf einer weißen Landkarte, oder? Gorleben existiert nicht mehr, Schacht Konrad auch nicht, Morsleben und die Asse, der ganze Müll in Luft aufgelöst. Schön wär's, oder? Eine weiße Landkarte ist doch so richtig was für Abenteurer. Den Rucksack packen, unbekannte Gegenden erforschen und am besten gleich für sich vereinnahmen. Als gäbe es keine Genehmigung für Konrad, als wäre Gorleben endlich aufgegeben. Und dann die Asse? Dort liegt doch das Kind längst im Brunnen. Nur traut sich keiner, es da wieder rauszuholen. Ist das Ihre Vision von einer weißen Landkarte, Herr Röttgen? Die Lagerung von Atommüll ist doch kein Tummelplatz für Abenteurer. Da können Sie noch so viele Konferenzen anberaumen. Solange Schacht Konrad, Asse 2 und Morsleben ignoriert werden, solange Gorleben im Spiel bleibt, glaubt hier keiner daran, dass in Deutschland ernsthaft nach einer vernünftigen Lösung für Atommüll gesucht wird. Zur Asse. Am 12. März hat Herr Röttgen endlich zum ersten Mal die Asse besucht. Und er hat definitiv zugesichert, dass die Abfälle so schnell und sicher wie möglich herausgeholt werden sollen. Bisher ist noch nichts passiert, was auf einen beschleunigten Prozess hoffen lässt. Da frage ich mich, wann beginnt denn so schnell wie möglich? Nach dem Wahlkampf in NRW? Nach der nächsten Bundestagswahl? Wer garantiert uns denn, dass die Asse mit ihrem Zusammensturz wartet, bis alle Wahlkämpfe in Deutschland ausgefochten sind?
Und wenn die strahlende Soße von selber rauskommt, wer garantiert uns dann, dass sich da mal jemand zuständig fühlt? Wie mit der Asse umgegangen wird, zeigt doch nur allzu deutlich, wie Regierung, BMU und Atommüllproduzenten überhaupt mit Atommüll umgehen. Hochgradig verantwortungslos. Das Endlagerkonzept, den Müll in die Erde zu vergraben, möglichst tief und möglichst unsichtbar, ist eklatant gescheitert. Asse 2 und Morsleben sind real existierende Beweise dafür. Und obwohl international längst erkannt wurde, Atommüll muss rückholbar sein, soll es in Schacht Konrad genauso weiterlaufen wie immer. Und immer schön nach dem Motto, jetzt erst recht. Wenn wir es nur lange genug versucht haben, muss es ja mal funktionieren. Eben nicht. Wir können doch nicht so tun, als gehe es nur um ein paar Röntgenbilder, Frau Merkel. Wir sprechen hier über 95% des gesamten Atommülls, der in Konrad einbetoniert werden soll. Wir sprechen über ein Bergwerk, das allein aus politischem Kalkül als Endlager für Atommüll genehmigt wurde. Da kann doch niemand sagen, das sei harmlos. Bei dem ganzen Gerede um die Endlagerfrage und dieses Endlagersuchgesetz werden Konrad, Asse 2 und Morsleben überhaupt nicht erwähnt. Und Gorleben? Allein die geologischen Gegebenheiten zeigen doch deutlich, Gorleben ist als Endlager vollkommen ungeeignet. Und weder wirtschaftlicher Druck noch politischer Wille, und seien sie noch so hartnäckig, werden an dieser geologischen Situation nicht rütteln können. An Gorleben krampfhaft festhalten ist schlichtweg fahrlässig. Warum ist Gorleben immer noch im Spiel? Warum wird immer noch so getan, als sei Gorleben die einzige oder eine der wenigen Optionen? Ungeeignete Standorte gibt es schließlich überall. Und überall werden sich Menschen mit Recht dagegen zur Wehr setzen, wenn jemand einfach mal daherkommt, um bei ihm Atommüll zu vergraben. Mit aberwitzigen Parolen wie "Wir dürfen das Atommüllproblem nicht den nachfolgenden Generationen überlassen" wird versucht, uns moralisch in die Pflicht zu nehmen. Jeder, der halbwegs klar denken kann, weiß doch, die Verwahrung von Atommüll für Hunderttausende von Jahren ist reine Illusion. Einfach den Standort austauschen ist keine Lösung, weil die Standortfrage das Atommüllproblem überhaupt nicht löst. Das ganze Endlagerkonzept ist gescheitert und muss grundsätzlich neu überdacht werden. Für mich stellen diese AKWs so lange eine Drohkulisse dar, bis ich sicher weiß, sie können nie wieder ans Netz gehen. Fukushima hat gezeigt, Atomstrom ist gefährlich, Atomstrom ist menschenverachtend. Die Asse zeigt, Atommüll kann man nicht einfach in die Erde verbuddeln. Was muss denn alles noch passieren? Die Atomkonzerne bauen ungerührt weiter auf ihre Macht. Die jetzige Bundesregierung hält ihnen die Steigbügel. Aber die Mehrheit der Bevölkerung ist sich längst darüber einig. Der Wahnsinn muss endlich aufhören! Deutschland muss sofort aus der Atomwirtschaft aussteigen. Abgeschaltete AKWs müssen tatsächlich stillgelegt werden. Eine Debatte um eine verantwortungsvolle Lagerung des Atommülls muss bei Null beginnen. Gorleben und Konrad müssen ausgeklammert werden. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Deshalb müssen wir unsere Kräfte bündeln. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Das gilt insbesondere für uns Bürgerinitiativen. Hier im Wendland, der Region Braunschweig und überall. Der nächste Redebeitrag kommt ja aus dem Landkreis Karsten-Niemann, bäuerliche Notgemeinschaft, die mit vielen, vielen Traktoren, die heute aufgefahren haben, noch einmal richtig Stärke beweisen gegen diesen Schwarzbau. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich hier für die Notgemeinschaft
euch begrüßen kann. Das ist klasse, dass wir auch so viele geworden sind, dass ihr so viele geworden seid. Und ich denke, das zeigt, dass wir auch wissen, was Verantwortung heißt. Wir haben die Situation, dass dieser Müll irgendwo hin muss. Das weiß keiner besser als wir hier im Kreis. Und wir haben hier hinten genügend Atommüll stehen, der einer Verwendung oder einer Lagerung zugeführt werden muss. Da komme ich auch noch zu. Die Frage ist für uns, was heißt Verantwortung? Wir sagen die ganze Zeit, seit Jahren gebetsmühlenartig, erst abschalten, keinen weiteren Müll produzieren und dann gemeinsam mit dieser Gesellschaft dieses verdammte Problem lösen. Wir halten ein Endlagersuchgesetz prinzipiell für irgendeinen Zeitpunkt für notwendig. Wir müssen uns leider Gedanken für das machen, was andere uns eingebrockt haben. Aber das, was zurzeit passiert, dass Transparenz gelebt werden soll, Bürgerbeteiligung und diese ganzen schönen Schlagworte und die Verhandlung ohne Beteiligung von Umweltverbänden hinter verschlossenen Türen stattfinden, das soll uns Vertrauen einflößen. Was mich besonders ankotzt, ist, dass sie uns vorgeworfen wird, wir seien ein regionales Problem. Ich meine, wer das nicht begriffen hat, dass Tschernobyl, Fukushima, ganz egal, wo etwas passiert, solche Auswirkungen hat. Es ist doch im Ende völlig egal, ob der Müll hier in Gorleben liegt oder im schwäbischen Land da unten. Der Müll muss sicher, so sicher, wie es nur irgend geht, untergebracht werden. Und dann zu sagen, wir arbeiten hier nach dem St. Florians-Prinzip, könnt ihr ja machen, aber wir sind hier dagegen, das ist so dumm, so dämlich dumm, dass man es nicht glauben kann. Ahaus stehen Castoren, in Lubmin, Philippsburg, überall in dieser Republik stehen Castoren, die für eine Lagerung von vielleicht 40 Jahren ausgelegt sind. Was passiert in dieser Republik, wenn irgendwo etwas passiert? Das ist kein regionales Problem. Wir müssen uns sehr zügig mit der Gesellschaft auf den Weg machen und gucken, wie wir dieses Problem lösen. Und wir sind deshalb heute so viele, trotz guten Wetters, weil wir genau wissen, was das bedeutet, 2002 Ausstieg und dieses Einlullen, jetzt wird alles besser. Wir werden so lange hier Widerstand leisten, bis Lösungen gefunden sind, die die Worte, die sie tragen sollen, auch verdienen. Bis es wirklich möglichst offen, möglichst transparent und auch so möglich sicher, wie man mit diesem Mist nur umgehen kann, gelagert ist. Und wenn wir andere Aktionen dafür machen müssen, dann machen wir das auch. Das ist ja unsere Sache. Aber ich glaube nicht, dass wir das Endlager heute wegschieben werden, aber wir werden diesen schwarzen Punkt heute in die Luft entlassen, dass er sich von dieser Landkarte verabschiedet. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank in Richtung Bäuerliche Notgemeinschaft und vor allen Dingen auch für euer aller Engagement, die ihr wieder eure Trecker ausgepackt habt. Vielen, vielen Dank. Es gibt wahrscheinlich, eventuell, man weiß es nicht so genau, ein neues Problem, denn es gibt zu wenig Mädchen hier im Landkreis. Komischerweise, genau seit 1995, als der erste Castortransport kam. Es fehlen insgesamt 1000 Mädchen in der Statistik und diese Abnahme von Mädchengeburten gegenüber Jungen ist signifikant. Das hat die DUH, Deutsche Umwelthilfe, vorgestern in einer Pressekonferenz klargemacht. Ich glaube, das Thema wird uns noch beschäftigen. Als nächsten Redebeitrag haben wir stellvertretend für die Künstlerinnen, die sich schon rund um diesen Schwarzbau aufgebaut haben, Kerstin Wittstamm. Danke.
Ja, vielen Dank. Also ich bin Kerstin Rittstamm, ich bin Schauspielerin, wohne mit meiner Familie hier im Wendland und ich stehe hier und kann nicht anders, aber im Grunde bin ich weitgehend unpolitisch. Ich muss sogar sagen, ich lebe am liebsten nach dem Lustprinzip. Und ich mache es mir immer gerne leicht. Dann funktioniert mein Leben am besten. Das habe ich gelernt als Schauspielerin im Theater und auch als Mutter. Ich habe vielen Atomkraftgegnern das Leben geschenkt. Das war ziemlich leicht und hat sogar Spaß gemacht. Familie haben, ja, nicht nur mir. Familie haben und Theater spielen, eigentlich, muss ich sagen, reicht mir das für mein Leben. Erstmal Ja sagen, zulassen, Freude haben. Ich lebe gerne. Durch die Familie und durchs Theater weiß ich aber, das funktioniert nur mit Ensemble-Denken, mit Familiengefühl. Wir brauchen Verantwortung. Und ich stelle dann fest, das reicht leider nicht, wenn ich meine eigene Küche fege. Der Besen muss weiterreichen. Bravo! Dieses Atomklo und die Industrie und die Politik, die dahinter steht, die sind dabei, uns alle umzubringen. Ganz langsam. Oder mit einem großen Knall. Wie in Tschernobyl oder Fukushima. Und das ist was, das merkt sogar ich, die weitgehend unpolitische Mutter und Schauspielerin. Ja. Und deswegen habe ich mal kurz einen Leserbrief geschrieben vor ein paar Jahren und da stand, Atomkraftbefürworter sind entweder dumm oder kriminell. Und das reicht mir nach wie vor als Aussage. Und nur falls mal jemand fragt, nein, ich weiß auch keine Lösung für ihn mit dem Müll. Aber wenn die Wanne überläuft, dann drehe ich erstmal den Wasserhahn zu. Atomkraftwerke brauchen für ihren Betrieb eine Legitimation, ein Endlager. Es gibt kein Endlager. Es gab noch nie eins. Und ich glaube, es wird nie ein sicheres geben. Trotzdem gibt es Atomkraftwerke. Warum das nicht kriminell ist, das muss mir mal erst jemand erklären. Jetzt sag mal, E.ON. Hier im Wendland gibt es eine dumme Angewohnheit. Planen Menschen Aktionen oder reden darüber, dann heißt es oft, dann treffen wir uns am Endlager und dann, in diesen Momenten zucke ich immer zusammen. Und ich habe mir angewöhnt, dann klar und deutlich zu sagen, es gibt kein Endlager. Und ich bitte euch jetzt, lernt doch mal kurz diesen Satz auswendig, jetzt. Es gibt kein Endlager. Und wenn ich jetzt gleich sage, wir treffen uns am Endlager und werden dann, dann ruft ihr alle beim Stichwort Endlager mit fester und sicherer Stimme, es gibt kein Endlager. Also seid ihr soweit? Ja! Also, dann treffen wir uns nachher am Endlager. Es gibt kein Endlager! Und schon gar nicht in Gorleben. Und sorgen wir gemeinsam dafür, dass sie das auch in Berlin nicht vergessen. Vor wenigen Tagen noch hing sie festgekettet da hinten am Tor. Sie kommt von der Kampagne Gorleben 365 und erklärt das Ziel dieser Kampagne. Und ich glaube, diesem Ziel sind wir alle durch euer und unser Engagement verdammt nah gekommen. Hier geht nichts mehr rein und raus. Okay. Ja, liebe Leute, ich komme so ein bisschen von der Fraktion, was wir sonst noch machen und was wir später machen, was wir zu anderen Zeitpunkten machen. Ich wollte was erzählen über die Kampagne Gorleben 365. Ich weiß nicht, ob es mir so spritzig gelingt wie Kerstin, das war eine Freude, fand ich. Aber
es gibt ja auch so die tägliche Kleinarbeit. Also wir haben diese Kampagne ins Leben gerufen, und zwar die Kurve Wustrow, die Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion, und x-tausendmal quer, gewaltsam und ungehorsam gegen Atomkraft. Die haben einfach zusammen überlegt, es soll jetzt eine Zeit lang keine Castortransporte geben, das ist ja schön. Es wird von Ausstieg geredet, das ist ja schön. Haben wir auch alles schon mal erlebt, soll uns mal wieder so einschläfern und das Gefühl geben, okay, es geht alles einen guten Weg, wir können uns schlafen legen. Haben wir aber schon mal ausprobiert, oder viele haben das schon mal ausprobiert und gemerkt, das war keine gute Idee. Deshalb ist es gut, dran zu bleiben und nicht so schnell sich schlafen zu legen und sich nicht so schnell unsichtbar zu machen. Um klarzumachen, dass der wunde Punkt Gorleben nicht vergessen ist, genauso wenig wie das Risiko, einfach 8 AKW weiterlaufen zu lassen, obwohl, wie ja blumig klargestellt wurde, kein Mensch weiß, wohin mit dem Müll, der da produziert wird. Erst recht nicht, wenn man nebenher dann noch ein paar AKWs exportiert und so weiter. Also ging es uns drum, es muss hier weitergehen, wir müssen hier weiter sichtbar bleiben. Die Kampagne unterstützt einfach Gruppen, die sich entschieden haben, vom Protest zum Widerstand zu gehen, zivilen Ungehorsam zu leisten und den Betrieb dieser Endlagerbaustelle zu blockieren, dieses Schwarzbaus. Wir machen damit einfach immer wieder deutlich, dass da unter diesem Deckmantel Erkundung in Wirklichkeit halt was gebaut wird, was völlig unsinnig ist und auch illegal, und das ungefähr so riskant ist und so unsicher wie die Asse. Haben wir ja auch heute schon drüber gehört. Also damit sofort und endgültig aufzuhören, ohne Netz und doppelten Boden, auch so Tricks wie vorläufige Sicherheitsanalyse einfach mal sein zu lassen und sich einzugestehen, dass das hier eben sowohl durch die Unsicherheit dieses Standortes als auch einfach mit demokratischen Mitteln nicht durchsetzbar aufzugeben ist. So, das war jetzt der politische Teil, jetzt nochmal praktisch. Gorleben 365 heißt, dass an möglichst vielen Tagen im Laufe dieses Jahres Blockaden stattfinden. Blockaden von Gruppen und von Menschen, die von überall herkommen. Es gab auch schon eine frankophone Blockade von überwiegend Franzosen. Ansonsten halt ganz viele Leute von überall aus dem Land und auch aus dem Landkreis. Und sie müssen hier einfach an 365 Tagen im Jahr damit rechnen, dass eine größere oder eine kleinere Gruppe von Menschen fantasievoll, kreativ, auf ihre ganz persönliche, gewaltfreie Weise einen Teil der Tore oder auch alle 6 Tore des Bergwerks blockiert. Und zwar besonders gerne auch zum Schichtwechsel, nämlich dann, wenn die vielen Arbeiter, die hier ja angeblich nur erkunden, hier rein und rausfahren wollen. Und damit legen wir immer wieder den Finger in die Wunde. Also es hat alles Mögliche stattgefunden. Geburtstagsfeiern, Autokino, Musik, Pflanzaktionen. Ich muss euch mal erzählen, ich finde das irgendwie, auch wenn politisch nicht entscheidend, aber irgendwie schon sehr ausdrucksstark, dass sie sich nicht entblödet haben, nach der Pflanzaktion hier anscheinend Mitarbeiter loszuschicken, die sich bemüht haben, alle Blumen und alle Pflanzen, die da rund um den Zaun gepflanzt waren, wieder auszureißen. Also so eine lebensfeindliche Haltung auszudrücken, geht eigentlich kaum deutlicher. Wir selbst, das Kampagnenteam, Leute von der Kurve Wustrow und Leute von x-tausendmal quer, Gruppen aus dem Wendland, Friedensgruppen, alle möglichen Leute sind gekommen und haben sich hier auch mal festgekettet oder auch nur gemütlich hingesetzt oder gefeiert oder getanzt, was auch immer. Wir haben als allerletzten 30 Sekunden ein Unternehmerkonzept hier im Landkreis. Stell's kurz selber vor. Eine weiße Landkarte ist dann weiß, wenn alle weißen Flecken auf dieser Landkarte genauso viel Geld kriegen. Und wenn einer mehr Geld kriegt und solange das passiert, ist der Fleck schwarz und das muss aufhören. Hier passiert noch etwas anderes gerade, dass derzeit die Fusion des Landkreises mit den Nachbarlandkreisen diskutiert wird. Und damit würde auch die
ganz wichtige Rolle, die die Gruppe X, die die Mehrheit parteienübergreifend im Landtag hat, im Kreistag hat, entfallen. Und dagegen haben wir die Danke für den Atomausstieg-Kampagne ins Leben gerufen. Dann das Nummernschild KE Kreiserhalt. Und dem Wendland hat man den Atomausstieg, den wir so anfangen zu haben, wahrscheinlich zu verdanken. Weil wenn es ein Endlager gegeben hätte, und es gibt kein Endlager, aber wenn es eins gegeben hätte, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht diesen Atomausstieg. Und dafür hat die Republik eigentlich diesem Landkreis etwas zu danken und sollte diesem Landkreis nicht seine regionale Identität klauen, indem er ihn zwangsfusioniert mit zu irgendeinem Landkreis Nord-Ost-Niedersachsen oder was auch immer. Diese Kampagne ist nicht eine eindeutige Kampagne, sondern eher ein Netzwerk. Unterschiedlichste Ideen, die dem Kreiserhalt helfen sollen zusammenkommen. Auf danke-für-den-atomausstieg.de beziehungsweise auf dann-ke.org. Viel Spaß! Es geht hier jetzt gleich noch so richtig gut weiter. Euch einen schönen Nachmittag, holt euch keinen Sonnenbrand. Nehme ich eine. Ja, bitteschön. Ich erkenne das ja auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich reiche gerne mal so eine Kugel rüber hier. Man muss aber aufpassen, dass dein Schießeisen nicht Sand reinkommt. Ne? Das stimmt, ja. Und das brauchst du heute eh nicht mehr. Ich ja nicht. Da ist ja noch weniger los als hier. Nein, ich lasse nur das Vorfeld. Gesetz? Ja. Wir natürlich darauf achten,
dass hier keine Mittel mitgeführt werden, die es ermöglichen. Ja, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Das ist aber ja mein Job, ne? Sorgen machen ist ja nicht Ihr Job. Bitte? Sorgen machen ist ja nicht Ihr Job, ist ja unser Job. Sorgen machen. Ja, im Endeffekt von uns allen, oder? Ja, wenn Sie so sehen, ja, dann ist ja gut. So, jetzt kommt die Leiter auch noch zum Einsatz. Was? Ja, ja, das ist Wahnsinn. Und was, wenn du jetzt da drüber springst? Nee, wenn, dann falle ich einfach. Das ist ein Unfall. Hier so drauf, oder? Ja, diese Springen würde ich mir gar nicht zutrauen. Vielleicht wird das zu einer Endlagerfalle, wenn du hier drauf fällst. Dann werde ich da möglicherweise entgelagert. Entgelagert, ja. Kann sowas passieren? Werden hier Menschen entgelagert? Wir wissen es nicht. Wir dürfen ja nicht rein. Wer ist das der Grund, warum ich nicht rein will? Ja, keine Gerüchte in die Welt. Traum? Was ist denn los? Ja, du willst da eigentlich. Ich schreie vorher, Sophie kommt. Sie wollen, dass das Parlament entscheidet und Sie wollen, dass nur noch das... Sie sagen, das haben wir doch beim Verfassungsgericht. Ja. Stand hier oder was?
Wir trägen auf! Wir sind das Volk! Was macht man denn mit Seedballs? Einpflanzen. Ach so. Also Seedballs ist ein Gemisch eben aus irgendwie guter, nährstoffreicher Erde oder Lehm oder sowas ein bisschen. Ne? Beides, genau. Mit verschiedenen Pflanzensamen. Kann man die auch darüber schmeißen? Das Gelände sieht auch so ein bisschen trostlos aus, da geht das auch? Ja, das hatte ich gerade gefragt. Allerdings haben die beiden hier schon ein bisschen Erfahrung damit und sagten, dass es da ein bisschen zu trocken ist und wahrscheinlich eher nicht aufgeht. Deswegen lieber hier schön in die Botanik und da dann eben ein bisschen verpflanzen. Wir sind das Volk, die Mauer muss weg! Fladenbrot, Toastbrot, Abendbrot, Knäckebrot, Roggenbrot, Vollkornbrot, Weizenbrot, Schwarzbrot, Mischbrot, Graubrot, Weißbrot, Ökobrot, Kartoffelbrot, Rosinenbrot, Leinsambrot, Kürbisbrot, Milchbrot, Holzofenbrot, Steinofenbrot, Dampfkammerbrot, fettes Brot, Heidebrot, Hanfbrot und Magenbrot, das gar kein Brot ist. Oh Mann! Hatten wir Brot? Oder Marmelade, Karmelade, Eismann, Schnitzel, Blumenkohl, Salat. Das reimt sich nicht, hör mal! Brot für die Welt! Brotteig, Brotkasten, Brotbeutel, Brotgeber, Brotkorb, Broterwerb, Brotlos, Brotrinde, Brotschneidemaschine, Brotkultur, Brotbacken, Brotmesser, Brotfrevel, Brot und Salz, Brotwunder, Brotteilen, Brotpreis, Brotscheibe, Brotherstellen, Brotschieber, schimmeliges Brot, hartes Brot, erbetteltes Brot, Brot und Arbeit, Brot und Butter, Käsebrot, Wasser und Brot, Bauernbrot, Landbrot, Weizenschrotbrot, Kastenbrot, eiweißarmes Brot, glutenfreies Brot, Diabetikerbrot, Butterbrot. In Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Jawohl! Ja. Ja. Marmelade, Carbonade, Eisklein, Schnitzel, Blumen, Kohlsalat und Erdbeertorte und Pfefferkuchen. Das schreibt dein eigenes Gedicht. Ich steig dir mal vor, ihr Röckchen, der kann mal.
Genau. Und in Bayern werden wir es dann feiern. Tummel, der rollt immer in dasselbe Loch, oder wie ist das? Ja, das ist röntgensweise Landkarte und wenn man den Gorleben nicht rausnimmt aus der Suche, dann stellen wir fest, das landet am Ende doch immer wieder in Gorleben. Also, das ist ja ein Phänomen, das müssen wir natürlich... Sonst trifft immer, ne? Es gibt allerdings ein Mittel dagegen, das ist der Widerstand. Warte. Danke.